Menschenrechtsarbeit bedeutet politische Gerechtigkeit, bedeutet politische Entscheidungsträger zu konfrontieren mit den Schicksalen und Opfern religiös-extremistischer Gewalt oder von Unrechtsregimen. Und wir sind sehr dankbar darüber, dass wir heute hier an diesem Ort von dem Hafturlaub von Nahi Taghavi, die im Foltergefängnis von Evin sitzt, erfahren haben. Und das hat auch was damit zu tun, dass diese Frau, diese Tochter, Mariam, nicht nachlässt, nicht aufgibt. Und das ist das, was uns am Ende des Tages interessiert. Und ihr seht, wie laut die Nebengeräusche sind da draußen. Ihr seht, wie wir attackiert werden, wie viel Widerstand wir aushalten müssen. Aber das hier ist wichtiger. Und das trägt uns. Und ich hoffe, dass euch das auch dabei hilft, das teilbar zu machen und uns zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier die ganze Woche mit dabei sein darf, weil ihr seht viel von unserer Arbeit. Wir machen viel öffentlich. Wir sind sehr transparent. Es gibt aber auch Dinge, die hinter den Kulissen stattfinden, sei es Gespräche, sei es Hintergrundwissen, Austausch. Und genau diese Gespräche sind es am Ende des Tages, die vielleicht zu einem Erfolg führen können, die vielleicht genau das letzte Tröpfchen sind, das es gebraucht hat. Und deswegen bin ich besonders glücklich, dass ausgerechnet hier in New York uns eine Nachricht an Tag 4 erreicht hat, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Und das ist, dass meine Mutter in einen Hafturlaub, in einen Hausarrest entlassen wird. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir genießen solche Nachrichten immer sehr, sehr mit Vorsicht, weil wir diese Fälle schon öfter hatten. Nichtsdestotrotz, wenn ich die Frage beantworten müsste, die ich oft gestellt bekomme, ist das richtig, was du machst? Führt das überhaupt zu etwas? Hast du Hoffnung? Ja, ich habe Hoffnung, weil genau dann, wenn ich nicht damit rechne, öffnet sich eine Türe und die hat sich hier wieder geöffnet. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist und ich bin guter Dinge, dass wir in Zukunft noch viel bessere Nachrichten bekommen werden. Wir stehen hier vor dem UN-Headquarter während der UN-Vollversammlung und wir sind auch hier, um Gespräche zu führen mit politischen Entscheidungsträgern. Ich stehe hier mit Mariam Klaren, dessen Mutter im Foltergefängnis von Evin sitzt. Als deutsche Staatsbürgerin, als Geisel wird sie gehalten von der Islamischen Republik. Was bedeutet Menschenrechtsarbeit, Kernerarbeit, Hintergrundarbeit? Was passiert in Hinterbühnen, auf den Gesprächen, Austauschebenen? Wir müssen als NGOs, zivilgesellschaftliche Akteure, aber vor allem auch als Betroffene, Überlebende konfrontieren, ins Gespräch kommen. Ihr kennt uns und ihr könnt euch auf uns verlassen, dass wir viel teilbar machen. Vieles kann man nicht teilbar machen und trotzdem findet es statt. Und auch für Menschen, die dann fragen, was soll das bewirken? Wenn wir diese Frage aufgeben würden, dann würden wir auch Menschen wie die Mutter von Mariam aufgeben. Und deswegen ist es so wichtig, auch ins Gespräch zu kommen hier. Und wir danken euch für eure Unterstützung. Und ganz wichtigen Punkt, die Arbeit hört nicht auf, nur weil meine Mutter in einen Hafturlaub geht oder selbst wenn sie freigelassen wird. Die Arbeit für den Iran hört erst dann auf, wenn das Evin-Gefängnis ein Museum ist und alle politischen Gefangenen in Freiheit leben können.